Zurück bei einer weiteren Folge Minecraft, wo wir noch immer hier unten herumgammeln in so ein, ich sag mal, Loch zum Tor der Hölle, wo wir die letzten paar Folgen schon verbracht haben. Die Lava bzw. Wasserschlüsse, Tunnel, wie auch immer man es nennen möchte, das Tor zur Hölle halt vorzubereiten. Ja, es geht hier wieder rund in unsere Welt. Ich schaue mich erstmal hier ein bisschen wieder um. Monster sind derzeit noch aus, weil wir noch immer in der Bauphase sind. Und das wird, glaube ich, erstmal so bleiben. Ich habe mir allerdings aber noch immer keinen Kopf gemacht, wie es hier aussehen soll. Und ich auch überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das überhaupt hier weiter bauen möchte. Das kommt auf jeden Fall hier weg, da werden wir irgendwas Schönes hier hinzaubern. Irgendwie so, dass die Treppen hier hinten rum raufgehen. Ich möchte gerne, dass man im Berg noch irgendwas hat. So ein, was weiß ich, ein Aussichtsfenster oder sowas. Irgendwie in der Art, irgendwie sowas. So, dass man irgendwie, ich weiß nicht, das müsste ich mir mal genau ansehen, wie hoch wir hier gehen könnten. Hier oben wäre eine perfekte Fläche, um irgendwie so, was weiß ich, eine Terrasse oder irgendwas zu bauen. Ins Bergmassiv halt zumindest irgendwas reinzubauen. So hoch können wir ja etwas gehen, ja. Puh, Alter. Das ist schon krass. Der Wald, der wird sowieso in Zukunft ja hier wegkommen. Was genau dann hier hinkommt, das wird sich erst noch so zeigen. Ich habe endlich so daran gedacht, irgendwie ein Lagerhaus oder sowas zu bauen, irgendwie so, dass wir auch Rohstoffe irgendwo komplett ablagern können. Das muss aber halt schon extrem ultra groß sein, zumindest was mit der Kistenmenge so angeht, weil wir haben so viele, es gibt so viele Rohstoffe, vor allem wenn man überlegt, es gibt ja Andesit, Granit, Diorit und das ganze andere Zeug, und das passt ja alles nicht mal, also wir haben ja schon alleine zwei Kisten voll mit Erde. Stein haben wir auch unzählig und die Kisten gehen bald voll, und das hier unten, das können wir nicht alles lagern lassen. Da müssen wir bald auf Ersatzwege umsteigen. Ich würde sagen, ich lagere erstmal die ganzen Steinsachen ab, damit wir bei uns nächsten Bauprojekt fortsetzen könnten. Stein werden wir natürlich in Zukunft noch weiterhin benötigen, das ist auf jeden Fall klar, also das bleibt nicht aus. Oh, Eisen. Das bleibt auf jeden Fall nicht aus, weil da werden wir noch ganz, ganz, ganz viel damit schaffen. Sag ich jetzt wahrscheinlich, in 100 Jahren bauen wir wahrscheinlich nichts mehr damit. Nee, aber ich möchte auf jeden Fall diese Steinstadt, diese Hafenstadt, habe ich da irgendwie so vorgehabt, mit diesem Bier und dem Ganzen, was ich mir da vorgestellt habe. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber auf jeden Fall habe ich das auf jeden Fall vorzubauen. Wie auch immer wir das schaffen, wir werden es irgendwie hinbekommen. Keine Kohle mehr dabei. Das wird auf jeden Fall sehr knapp. Wo habe ich das Eisen? Ja. Das Eisen mal reinpfeifen. Und man sieht schon, hier wird langsam, aber sicher, der Platz uns zu Neige gehen. Die Kisten quillen über. Okay, Glas haben wir hier rein. Was ist das hier? Das ist, achso, ja, das haben wir abgebaut. Unsere letzten Expedition. Ja, da guck mal, wir haben schon wieder so viel Erde dabei. Wo haben wir denn die? Hier nicht mehr. Okay, hier hängt noch ein Schild. Ich meine, hier haben wir auch noch Kisten. Aber ich weiß nicht noch, ne? Also ich habe noch keine Ahnung, sondern das hier, guck mal, das passt hier alles so gar nicht. Ich meine, hier mussten wir natürlich ein bisschen, hier ist auch ein bisschen asymmetrisch, aber hier mussten wir ja wegen der Leiter. Die ich auch anders geführt hätte eigentlich. Ich hätte die eigentlich lieber so in der Mitte runter gehabt, aber keine Ahnung. Also auf jeden Fall haben wir das jetzt erstmal so gebaut. Es ist also nur so ein provisorisches Lager. Vielleicht reißen wir es dann in Zukunft ab, sobald unser Lagerhaus etwas an Größe gewonnen hat. Hier ist eine Holzschaufel drin, Alter. Was haben wir denn oben? Oben hat der Tobi nur seine Sachen. Verzauberter goldener Apfel, wo haben wir das denn als her?
wo Tobi das alles her hat. Hier oben ist auf jeden Fall nichts. Ach ja, hier oben ist ja das andere Schlafgemach. Aber war das jetzt hier oben Tobis Zimmer? Nee, ich habe das ja selber hier oben eingerichtet. Und das habe ich ja hier aufgebaut. Ich weiß gar nicht mehr, in welches Bett. Ist ja auch egal. Warte mal, hier ist ein Boot. Ach ja, ich sitze da ein bisschen mal. Wir letztens mal lange geschüppelt. Ist schon wieder ein bisschen länger her. Ich gehe jetzt erstmal auf jeden Fall die Felder abernten, damit die weiter wachsen können. Beim Zuckerrohr haben wir ja so wenig. Also ich meine, die Kiste, guck mal dir das an, das ist ja nichts mit Papier. Das, also das wird ja vorne und hinten nicht reichen. So, also ich weiß nicht. Wir müssen schon Sparmaßnahmen hier einberufen und alles. Das wird niemals reichen. Also guck dir das mal an. Auf jeden Fall den Wald müssen wir umholzen. Wie weit, weiß ich nicht. Wir können ja im Nachhinein alles noch nachpflanzen. So, Ho habe ich dabei. Aber alles ist noch nicht gewachsen hier, aber das meiste. Da können wir wieder 30 Millionen Brote machen. Und die können wir dann uns alle selber reinschmeißen. Und da drin, bei mir ist es ziemlich laut gewesen gerade. Okay, das können wir alles umhauen. Jedenfalls können wir uns Milliarden von Brote damit jetzt wieder machen. Haben wir ja noch so gar nicht. Wir haben ja gar kein Brot. Was habe ich mir eigentlich mit diesen Feldern nicht gedacht? Also wir brauchen ja dann nicht mal eine eigene Fahrmaschine oder sowas. Ich habe mir schon da überlegt, irgendwie mal was so zu bauen. Ich habe ja da schon ein bisschen mehr was angeguckt und auf meine uralten Minecraft-Welten. Ich weiß aber nicht, ob das mit der neuen Version noch so kompatibel wäre. Dass wir da das nochmal bauen könnte, sowas so eine mit Redstone und das Ganze. Ich weiß nicht, wie das Redstone wirkt in dieser neuen Version. Also zumindest in der neuen Minecraft-Version. Was haben wir jetzt? 1.19? 1.19.2 ist, glaube ich, hier gerade aktuell drauf. Und das ist schon ziemlich krass, wenn man überlegt, dass Minecraft eigentlich vor Jahren mal, also wo ich angefangen habe, da war, glaube ich, gerade die 1.5 oder 1.6 draußen. Da muss ja 1.5.2, glaube ich, war das. Da habe ich das erste Mal, glaube ich, Minecraft gespielt. Und dann wurde irgendwie die 1.8.9 war meine Lieblings. Das war auf jeden Fall meine Lieblings-Minecraft-Version, weil da habe ich alles gehabt. Also wirklich, da habe ich von Levy-Mod, Shader-Mod, wirklich alles gehabt. Und da gab es auch noch keinen Cooldown. Heute, guck mal, siehst du, das ist ein scheiß Balken unter einem Fadenkreuz. Das auch wenn man dadurch mehr Damage macht, ist das nicht meins. Bin ich ganz ehrlich. Wenn man überhaupt damit mehr Damage macht. Ich vermute mal ja, wenn man den Cooldown gut einhält und gut trifft, dann macht man dadurch wahrscheinlich schon mehr Damage. Aber Damage hin oder her, ich muss überhaupt die Gegner erstmal treffen. Vor allem, wenn ich Cooldown habe und die Skelette schießen wie US-Soldaten mit AKs und allem, dann hast du keine Chance da manchmal. Also die machen auch schon selber sehr, sehr viel Damage. Muss man irgendwie auch hinterherkommen mit dem Schlagen. Weil wenn er mich immer wegkickt, dann muss ich da auch irgendwie hinkommen. So, jetzt haben wir wahrscheinlich noch mehr Zuckerrohr. Ich laufe hier erstmal alles ab, falls wir hier noch irgendwas übersehen haben. Weil wir haben hier so wenig auf dieser einsamen Insel. So, das war alles. Jo. Gute Ausbeute. Oh, guck mal, da ist noch was gewachsen. Das können wir ja gleich. So. Ich werde erstmal ein paar Seeds hier lassen. Und die Holy lasse ich auch erstmal hier. Ich lasse erstmal das ganze Zeug hier. Ich wollte ja eigentlich den Wald abholzen.
Wie bin ich jetzt wieder zum Feld gekommen? Ich weiß es überhaupt nicht. Ich bin so verpeilt in den Lippen. Jetzt muss ich aber erstmal eine Axt machen. So. Zack. Ja, da ist passt. Wieso ist denn da unten so leer? Gut, wo fangen wir denn an? Hey. Ich finde das ja schon krass. Wann habe ich denn bitte eigentlich diese schöne Brücke gebaut, in welcher Folge? Das war ja eigentlich schon ganz am Anfang. Die Frage ist wirklich, wo baut man hier so ein Lagerhaus hin? Ich gehe mal erstmal hier hoch. Inspiziere das Ganze erstmal. In der Mitte. Ich schau mal hier vorne. Hier vorne ist, glaube ich, schon etwas besser. Aber nicht so hier nah an der Klippe. Ich würde hier so vielleicht den Eingang oder, also nicht den Eingang, aber so die Front machen, eher gesagt. Hier die Front zu machen. Dass man hier dann so einen Weg hat rüber zur. Oder hier vorne müsste dann irgendwo auch die Brücke anfangen. Wenn wir es gut schaffen, rüber auf die andere Insel, wo wir dann irgendwas anders bauen. Ich habe eigentlich gedacht damals, dass ich da hinten das Lagerhaus bauen wollte. Tun, irgendwie. Aber da drüben, ganz ehrlich, da haben wir dasselbe Problem wie hier, dass wir den geringen Platz haben. Und da müssen wir dann viel aufschütten und tauchen und alles. Und nein. Vor allem glaube ich, dass hinter dem Haus unter Wasser so ein Tempel unter Wasser ist. Dieser Unterwassertempel, glaube ich. Irgendwas ist da auf jeden Fall unten. Da haben wir noch gar nicht nachgeschaut. Ich will das ehrlich gesagt auch gar nicht nachschauen. Vor allem, wenn es mit Tauchen geht, kriege ich da die Krise. Soll ich mal einen Texturenpack reinschmeißen? So, wir haben hier... Alter, was habe ich denn hier alles? Da werden auf jeden Fall Texturen dabei sein, die glaube ich nicht mehr so aktuell sind. Alter, was habe ich denn alles hier drin? Man merkt ganz viel 1.8. Also da wird sicher alles ab der 1.8 wird da ganz, ganz schlimm. The Classic Looks of Minecraft. Ach, das klassische Pack. Da sind YouTuber dabei, die machen gar kein YouTube mehr heute. Inkompatibel, okay. Ich hau mal das Program Art. Hau mal das auch noch dazu. Das alte. Wett. Ich glaube, ich sollte das alte. Ich probiere mal. Ich probiere das mal so. Sieht schon besser aus. Sieht schon besser aus. Aber das ist das alte, also das aktuelle Default. Wenn ich rausschmeißen kann, ist schade. Na gut, es sind ja auch tatsächlich Texturen dabei, die da etwas anders sind. Also die da mit dem alten nicht übereinstimmen, was bei den neuen Sachen wäre. Also hier gibt es ja neue Texturen und. Mit dem alten macht das ja halt keinen Sinn. Level 25 sind wir, Junge. Andere Leute hätten schon 50 Sachen enchanted und alles. Wir hängen noch immer irgendwo in Folge 50.900 fest und haben immer kein. Ist auch nicht mein Ziel. Muss ich ganz sagen. Ganz wirklich ernsthaft. Das ist nicht meine Spielweise. Schließlich ist das ja nicht Varo oder wie auch immer die ganzen Projekte heißen. Andererseits farmen wir damit auch ganz viel Holz. Ich frage es dann, wo haben wir denn den neuen Wald hin? Weil da werden jetzt unzählige von Saplings auf uns warten. Alles werden wir nicht wegholzen, aber hier vorne zumindest nach vorne und dann schauen wir mal, wie weit wir hinterrücken können.
Und ich mache das extra hier immer mit den Blöcken oder mit was anderem ab, das Laub, weil kostet ja Schaden für die Axt. So, hier haben wir noch einen, ach du Scheiße, ein Baumhausbaum. Oder ich nenne ihn einfach Baumhaus, weil der einfach so riesen scheiße groß ist wie so ein Baumhaus. Habe ich damals auch gerne immer gebaut. Baumhäuser in Minecraft. Aber heutzutage nichts Besonderes. Nicht mal ansatzweise. Wobei, ich glaube, der geht eigentlich noch. Der ist, nee, der ist doch nicht so groß, glaube ich. Na, schauen wir mal. Wenn er decayt. Gut, dass man einfach mit diesem neuen Minecraft einfach auch Sticks bekommt, wenn man Bäume umhaut. Spart dann an Holz. Guck mal, schon wieder zwei Sticks. Kommt so vor auch, dass das mit der Drop Rate hier echt sehr hoch ist. Also dass die Bäume und das Ganze sehr viel Sticks auf jeden Fall geben. Also das auf jeden Fall. Äpfel droppen die sehr viel und Saplings. Wir haben jetzt schon allein 11 Saplings. Da oben in den Bäumen hängen ja noch ganz viele. Wir haben noch einige Bäume. So, ich glaube, hier haben wir noch einen riesengroßen Baum. Werden wir uns gleich hochbauen müssen. Ich habe letztens wieder mal einfach so aus Langeweile Plants vs. Zombies angefangen. Einfach mal, weil ich mal gucken wollte, wie das damals so war. Weil ich kann mich noch ganz genau erinnern, da gab es YouTuber, deutsche YouTuber, die haben das sehr, sehr, sehr gut gezockt. Und von denen habe ich damals auch die Varianten angeschaut, wie ich manche Levels spielen sollte. Diese Variante ist bis heute noch geblieben. Also, wo ich meine erste Runde gespielt habe, konnte ich mich noch genau daran erinnern, wie das abläuft. Ganz hinten die Sonnenblumen zweier rein. Und dann kommen die ganzen Schussgefechte. Somit habe ich das ganze Spiel eigentlich durchspielen können, nach 2 Tagen. Ohne irgendwie einen Fehler mehr zu erlauben, also dass das irgendwie schief gelaufen wäre oder sowas, alles perfekt. Ach, oben habe ich da was übersehen. Jetzt ist die Musik wieder so leise im Hintergrund, jetzt könnte man ja wieder ein bisschen aufdrehen. Die Musik kenne ich auch aus ganz alten YouTube-Seiten. So, jetzt hacken wir mal auf der Seite alles weg. 2 Stacks haben wir schon voll. Alter. Ja, wir pflanzen ja nach, wir holzen ja nicht alles weg. Wir sind ja nicht wie die Menschen. Wir sind ein Mensch, aber wir sind nicht wie einer. Wir hacken nicht alles wild um uns und dann lassen wir alles stehen und liegen. Und bauen dann fette Hochhäuser. Sondern wir reißen was weg. Bauen etwas. Aber pflanzen derzeit, während was gebaut wird, neu an. Das darf man nicht vergessen. Und das gehört sich auch so. Finde ich auch krass, wie heftig sich manche YouTuber entwickelt haben. Zumindest was für gute Vorbilder manchmal in den ausländischen YouTube-Channeln so gibt. So wie zum Beispiel in amerikanischen YouTube-Channeln, was da so viele Vorbilder gibt. Ganz heftig, was ich echt heftig finde, wie viele Subscriber man einfach bekommen kann. Ich glaube, jetzt gibt es schon mittlerweile 5 YouTube-Channel weltweit, die 100 Millionen Abonnenten haben. Ich dachte gerade, da unten wäre irgendein Ofen oder sowas, als würde das so gerade da rumstand.
wie man so große YouTuber einfach haben kann. Also die haben 100 Millionen Abonnenten und ich glaube, die kriegen da, was kriegen die denn? Red Diamond Play Button? Da gibt es so eine gute Liste, die ich mir mal letztens angesehen habe, was es für Play Button gibt und. Alter. Und einer zum Beispiel, der hat letztens ja die 100 Millionen, ach was heißt letztens, keine Ahnung, wenn ihr das seht, aber der ist eh schon weit über 100 Millionen rüber, das ist schon wahrscheinlich bei 110 Millionen oder sowas, fast bei PewDiePie drüber, Mr. Beast. Mr. Beast hat schon fast mehr Abonnenten als PewDiePie. Ich weiß noch damals die Zeit, wie PewDiePie 20 Millionen hatte oder so, knappe 10 Millionen voll. Ich frage mich eigentlich wirklich, wieso ist eigentlich dieser Channel so abgegangen? Wie ist denn diese Welle entstanden? Ich habe damals, als ich das entdeckt habe, also als ich diesen Channel entdeckt habe, null Ahnung gehabt von dieser Sprache. Auch von Englisch hatte ich ja gar keine Ahnung. Ich war ja viel zu jung. So, ich glaube erstmal, das reicht. Ich hole mal die Workbench. Wir brauchen ja nicht immer 100 neue. Auch wenn wir später eine neue Craft, oder wisst ihr was, ja, wir brauchen ja sowieso eine. Oh, da ist das, okay. Da ist ja das ganze Kästchen, stimmen ja auch gar nicht mehr überein. Weil das Inventar, also die Crafting-Ding hat sich auch verschoben, weil hier ist ja eigentlich das, warte mal, hier sind die Demons, hier kommt das Ergebnis raus. Warte mal, ach ja, hier ist das, okay, das Schild ist hier gleich geblieben. Ja, hier tut man das Schild rein, das stimmt. Es ist immerhin gleich geblieben. So, ich stelle einfach mal hier eine Workbench hin, damit wir hier erstmal arbeiten können. Jetzt ist die Frage, wie fangen wir an? Vielleicht kommen hier noch irgendwelche Apples raus. Das bauen wir uns mal alles weg. Wir müssen erstmal freie Sicht haben. Wir haben schon mehr als ein Stack Eichenholz-Saplings. Alter, das kann ich ja nicht alles anpflanzen. Guck mal, wir könnten schon mal so einen Mega-Wald machen, aber nicht hier in der Nähe unseres Dorfes, Stadt, was auch immer das hier mal wird. Weil das, glaube ich, wird dann ein bisschen zu heavy. Wo verlegen wir das dann alles überhaupt? Da oben im Birkenwald? Oh, das habe ich vergessen.